Der Kinderaktionstag des Kreisfeuerwehrverbandes lockte am 24. Juni knapp 300 Kinder aus Kinderfeuerwehren nach Wallhausen auf den alten Sportplatz. Mit Betreuern, Organisatoren, Helfern und Wettkampfrichtern waren an diesem Tag etwa 350 Leute im aktiven Geschehen. Erstmals fand der Aktionstag in Wallhausen statt. In den Jahren zuvor war noch Allstedt Austragungsort. Celine Klause, Kreisjugendwartin, begrüßte die Kinder und weckte großes Interesse und Vorfreude bei ihnen angesichts dessen, was dann alles passieren sollte. 8 Stationen im selbstgewählten Tempo galt es für die Mannschaften zu absolvieren. Dabei waren es nicht einfach nur Spielstationen. Das Thema Feuerwehr zeigte sich in irgendeiner Form an jeder Station. Eine Aufgabe war es zum Beispiel, Gerätschaften richtig zu benennen. Für die Kleinsten gar nicht so einfach. In ihrem Alltag bei der Kinderfeuerwehr standen die Fachbegriffe oft noch nicht im Fokus. Doch wie heißt es so schön, durch Spiel kann man lernen. An anderen Stellen galt es im Team, gemeinsam voranzukommen. Nur im Gleichklang geht es vorwärts, zeigte sich an der Mannschafts-Skistation. Nur gemeinsam konnte die Brücke aus Getränkekisten gebaut werden. Koordination und Teamgeist standen an diesen beiden Stationen im Fokus. Jedes Team gab natürlich sein Bestes, doch der Spaß stand immer an erster Stelle. Genau, also Spiel und Spaß ist ja eigentlich wirklich der Vorrang an der Stelle. Aber wir haben halt auch versucht, Feuerwehrthemen mit zu verbinden. Das heißt, eine Station ist zum Beispiel die lange Wegstrecke, wo wir halt sagen, es wird Wasser transportiert über Helme, wo Schwämme dran sind und man einfach auf lustige Weise dort ein bisschen Wasser transportiert. Und die Mannschaft, die am meisten Wasser transportiert, die hat halt am meisten Punkte an dieser Stelle dann bekommen. Wir haben aber auch das Stauchkegeln mit Kegeln, um halt wirklich auch da einen kleinen sportlichen Aspekt dahinter zu haben und auch Geschicklichkeit und ein bisschen Glück damit einzubinden. Und natürlich über das Thema Schläuche, Wasserentnahme, Wasserförderung ist natürlich das Thema der Feuerwehr, dass wir natürlich auch Brände löschen müssen. Und da werden halt die Kleinen schon früh rangeführt. Die Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 9 Jahren waren zum Teil das erste Mal oder schon als alte Hasen das zweite und dritte Mal bei diesem Treffen. Die Mannschaft der Kinderfeuerwehr aus Mansfeld verschaffte sich erst einmal einen Überblick, denn für diese Kids war es die erste Teilnahme und die Aufregung damit sehr groß. Wehrleiter Michael Sommer sah das Ganze aber gelassen. Wir haben vor der Corona-Zeit schon mal in Allstedt mitgemacht, da waren wir sehr erfolgreich. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder eine komplett neue Mannschaft, eine jüngere Mannschaft, da müssen wir erst mal schauen. Ja, deswegen hatte ich eben gesagt, sie sollen mal ein bisschen über die Schultern der anderen Mannschaften gucken, um sich ein bisschen was abzuschauen. Ja, wir haben sie nicht gestriezt, ja, sie sollen Spaß haben, ja, und egal was sie vom Platz holen, wichtig ist Spaß. Leben retten und Brände löschen heißt es bei der Feuerwehr. Was ist alles in einem Sanikasten drin? Mullbinde, Schere, Pflaster, Dreiecktuch. Viele Kids hatten die Begriffe schon drauf und konnten diese sogar blind erfühlen. Der Aktionstag konnte sowohl bei der Durchführung als auch bei der Organisation auf viele Unterstützer bauen. Also wir erhalten zum Glück Unterstützung. Einerseits gibt es Fördergelder, die halt vom Landkreis kommen, beziehungsweise auch vom Jugendamt kommen. Wir bekommen auch Gelder, Spendengelder, die der Kreisfeuerwehrverband erhält. Aber der Kreisfeuerwehrverband stemmt das natürlich erstmal aus Eigenmitteln vor, die das, ich sag mal, erstmal bewerkstelligen. Aber da sind natürlich auch die Gelder der einzelnen Gemeinden und Kommunen mit drin, weil die natürlich Mitglieder im Kreisfeuerwehrverband sind. Also das heißt im Grunde von den Mitgliedern, von den Kommunen, von den Spendern und von dem Landkreis für den Landkreis in die Jugend- und Kinderarbeit hinein. 36 Mannschaften aus 26 Wehren kamen an diesem Aktionstag zusammen. Den Mädchen und Jungen, die in Wallhausen an diesem Tag dabei waren, machte das Ganze viel Spaß. Schwämme ausringen,
laut, ganze Hose nass, Socken waren auch nass. Und die Schuhe Aber es auch. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Wir sind im Fernsehen.